Hey Leute, hier habe ich euch jetzt das dunkle Wandelschwert mitgebracht. Das dunkle Wandelschwert ist an sich... Oh, cool. Eine sehr interessante Waffe. Also ihr merkt gerade, ich bin vorsichtig, wie ich das formuliere. Weil dieses Schwert ist in der Lage, ein Doppelschwert zu sein oder aber eine schwere Klinge zu sein. Also das ist wirklich interessant und abhängig von der Haltung, die wir reinmachen. Unser Basisschaden ist leider jetzt Strahlungsschaden, mal wieder. Und ich habe natürlich jetzt zwei verschiedene Builds. Einmal als schwere Waffe-Build. Also da sieht man schon, wir haben viel Statuschance, 10% Crit-Chance, was okay ist. Oder halt als Doppelbild. Moment. Wo wir jetzt hauptsächlich Crit-Chance haben. Aber auch noch etwas Statuschance. Ja, also, sorry, aber das hier ist gerade... Ich muss versuchen, alles richtig im Kopf zu behalten. Beim Doppelbild benutze ich Schnitzende Gottesanbeterin die ganze Zeit mit der Block-Kombo. Beim schweren Bild benutze ich Spaltender Wirbelwind mit der Pause-Kombo. Ich habe drin Voltaischer Schlag, Ansteckende Plage, Vulkanische Schneide, Triffende Berührung, Berserker, Prime Reichweite, Prime Druckpunkt, Zustandsüberladung. Beim Doppelbild Ansteckende Plage, Bösartiger Frost, also ihr seht ja, was ich drin habe, Triffende Berührung, Zustandsüberladung, Nässende Wunde, Prime Druckpunkt, Blutrausch. Ich zeige euch jetzt beide Builds einmal im Einsatz, aber ich muss gerade noch schauen, welche Elementarkombination ich drin habe. Hier habe ich Korrosion und Feuer, das mag ich. Und hier habe ich drin Virus und Elektro. Das mag ich jetzt natürlich gar nicht. Ja, das ist ja egal, ob ich jetzt Hitze- oder Kälteschaden reinmache, geht beides. Gut, los geht der Spaß. Gegner Level 155 und ich muss gerade nochmal selbst schauen. Die Block-Kombo war die hier genau. Also ihr seht schon, der Damage ist nicht verkehrt, den wir hier drücken. Sind ja schon alle tot. Also hier ist wirklich nicht verkehrt. Ich bin halt kein Fan von Strahlungsschaden, weil da die Gegner immer kreuz und quer anfangen, durch die Gegend zu ballern und wir immer ins Kreuzfeuer geraten, aber alles in allem, zumindest schon mal der Heavy Blade Build ist nicht verkehrt. Liegt aber natürlich auch nur an der Haltung, die wir drin haben. Multi-Hit und erhöhter Schaden. Gut. So viel dazu. Dann jetzt mein Doppelschwertbild. Blocken. Und... alles töten. Ich glaube, ich habe sogar einen Würfel für die Waffe. Hui. Also ihr seht schon, man kann aus der Waffe was rausholen. So ist es nicht. Also es ist eine äußerst interessante Waffe, muss man ganz ehrlich sagen. Durch Schnitzende Gottesanbeterin ist diese... Doppelschwert-Spielweise halt eben nochmal viel, viel interessanter geworden, weil wir da noch geforste Procs haben und dann noch die Kombination Kälte, Korrosion, Strahlung mit zusammen Schnittprocs und ich glaube Impact-Procs, das sind 5 Effekte. Und das dann zusammen mit Zustandsüberladung, böser, böser Damage. Und ja, ich habe dafür sogar wirklich einen Riven, der ziemlich, ziemlich, ziemlich mies ist. Gut, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, also ist eigentlich eine ganz coole und auch interessante Waffe.
Und wir haben sogar einen Dulo-Skin. Ich weiß nicht mal mehr, wo es den hergab. Gut. Aber das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.